Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das Thema heute, das Putin-Interview. Bevor ich es wieder vergesse, ich hatte ein Treffen, einen libertären Stammtisch Nord ins Gespräch gebracht. Falls Sie Interesse haben, bitte lassen Sie einen entsprechenden Kommentar da oder kontaktieren Sie mich bitte. Wenn es ein paar Interessenten gibt, würde ich etwas organisieren. Zum Thema. Tucker Carlson hat in Moskau Wladimir Putin interviewt. Das sollte im Prinzip überhaupt kein besonderes Ereignis sein. Ein Journalist befragt einen Politiker, einen obersten Staatsmann eines bedeutenden Landes. Business as usual, das tägliche Geschäft im Journalismus. Normalerweise. In diesem Fall war es aus Sicht vieler westlicher Korrespondenten des Hauptstroms, also der von den westlichen Machthabern geliebten machtkonformen Berichterstattern, ein unerhörter Tabubruch. Und alleine diese Tatsache machte die Sache so besonders, machte es so interessant. Wer ist Tucker Carlson? Ich würde sagen, es ist der bekannteste, auf jeden Fall der am meisten beachtete Journalist der Vereinigten Staaten von Amerika und damit auch weltweit. Im Sinne der Kunden, also der Konsumenten, der Bürger, macht Tucker Carlson sehr viel richtig. Seine Gegner, manchmal Neider oder Ideologen, die sich ärgern, dass Carlson diese Ideologie nicht mitmacht, erklären diesen Journalisten gerne als umstritten, Rechts- oder Verschwörungsideologe. Solche Vokabeln muss man heutzutage als Adelstitel betrachten. Wenn der Club der Idioten sagt, man gehöre nicht dazu, dann steht man eben auf der schlauen Seite. Im modernen Zeitalter der Cancel Culture, der Feindbildpflege, des primitiven Gut- und Böse-Denkens, ist es nach Ansicht der linksgrünen Machtelite nicht gestattet, als Feindbild gebrandmarkte Personen zu interviewen, sie zu Wort kommen zu lassen. Und Putin ist ja als Feindbild in der allerobersten Liga. Tucker Carlson allerdings beachtet diese totalitären Regeln der Mächtigen nicht und gerade deswegen ist er eben so erfolgreich, wird er eben am meisten beachtet von allen. Im Vorfeld des Interviews erklärte der Journalist seine Motive. Es sei sein Job als Journalist. Nicht, weil er Putin gut findet, sondern weil er Amerika liebt. Die amerikanischen Bürger, so Carlson, hätten das Recht, alle Sichtweisen zu kennen, damit sie sich eben ihr eigenes Urteil bilden können. Diejenigen, die sich Journalisten nennen und ständig gegenseitig Preise verleihen, die links-schwarz-grünen Machtkriecher sehen ihre Aufgabe in etwas anderem. Sie sehen ihre Aufgabe darin, Kriegspropaganda zu betreiben. Der eine, fast heilig gesprochene Selenskyj, ist dauerpräsent auf allen Kanälen, bittet um Geld und Waffen und dann um noch mehr Geld und noch mehr Waffen für den gerechten Kampf. Kritisches Nachfragen, das ist so etwas wie Blasphemie. Das gibt es natürlich bei Selenskyj gar nicht. Und wenn einer ein kritisches Interview mit Putin führt, wie Tucker Carlson jetzt, gut, es waren vielleicht nicht so kritisch, aber ein paar kritische Fragen waren schon dabei. Und dann heißt es aber überall, es wäre viel zu wenig kritisch gewesen. Die Aufgabe eines Journalisten ist es in solchem Fall, den Interviewten nicht zu Wort kommen lassen zu lassen, sondern ihn fertig zu machen. Und das hat Carlson eben nicht gemacht. Putin konnte zu Wort kommen. Und das ist ja auch das, was die Menschen interessiert. Putin darf eben nicht zu Wort kommen. Er ist ein Dämon, der aus reiner Boshaftigkeit die ganze Welt unterjochen und vernichten möchte. So liest man es überall. Friedensverhandlungen sind daher vollkommen ausgeschlossen, weil mit dem Teufel darf man ja gar nicht sprechen.
Bei einer solchen einseitigen Berichterstattung ist es unmöglich, dass das Volk die Lage einigermaßen sachlich beurteilen kann. Und da in den Demokratien theoretisch die Macht vom Volk ausgeht, werden dann eben Entscheidungen getroffen, die letztlich fast allen schaden, die nicht nur Armut und Elend verursachen in diesem Fall, sondern auch zigtausend Tote und Verletzte kosten, unnötigerweise. Ein gut informiertes Volk würde eine zerstörerische Politik nicht zulassen. Was meinen Sie? Sie sind sich nicht sicher? Okay, vielleicht doch. Aber vielseitige Informationen schaden nicht. Die Idee der Linksgrünen, Andersdenkende und Feindbildfiguren nicht zu Wort kommen zu lassen, ist nach meiner Ansicht dummes Zeug. Wenn ich Putin zuhöre, muss ich ja noch lange nicht alles gut finden, was er sagt, was dieser Machtmensch so von sich gibt. Normalerweise gibt es immer Aussagen, denen ich zustimme, und andere Aussagen, die mich eher abstoßen. Jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten, gute und schlechte Ideen, gute und schlechte Momente und die Schwarz-Weiß-Malerei, die überall sich breit gemacht hat, ist einfach nur primitiv. Wenn Annalena Baerbock spricht oder Innenministerin Faeser oder der SPD-Mann Frank-Walter Steinmeier, da gibt es aus meiner Sicht wenig Erbauliches. Nur hohle Phrasen, da kann ich ruhig abschalten, das bringt mir einfach nichts. Warum sollte man aber denen den Mund verbieten? Jeder muss das Recht haben, sich frei zu äußern. Und ich beurteile dann für mich und ich sage nein. Solche Politiker wie Baerbock, Faeser, Steinmeier möchte ich von der entfernt sehen. Rechts wird man ja nicht, wenn man Rechten zuhört, sondern rechts wird man dann, wenn man Linken zuhört. Genauso ist es bei Putin. Seine Aussagen kann man so oder so werten. Sie aber gar nicht hören zu wollen, ist in meinen Augen ein Fehler. Ich bin ja prinzipiell jeder Machtfigur gegenüber skeptisch eingestellt. Man muss auch dem gelernten KGB nicht alles glauben, darf ihm natürlich auch Taktik und Unaufrichtigkeit unterstellen. Das ist doch selbstverständlich. Man sollte ohnehin bei der Betrachtung der Gesamtlage das Gesamtbild aus vielen möglichst unterschiedlichen Meinungen zusammensetzen. Vor diesem Hintergrund möchte ich einmal inhaltlich auf ein paar Punkte des Interviews eingehen. Putin fing an mit ausschweifenden Erzählungen zur russischen Geschichte. Bereits Peter Scholl-Latour, der zu seinen Lebzeiten bekannteste Journalist in Deutschland, kritisierte 2014, kurz vor seinem Tod, den Westen und den Ukraine-Putsch. Scholl-Latour sagte, das russische Volk wäre in Kiew entstanden. Der Staat nannte sich damals Kiewer Russ. Entscheidend für die Volksseele ist auch der russisch-orthodoxe christliche Glaube. Für Putin hat das eine große Bedeutung und nicht nur für Putin, sondern vermutlich für viele Russen. In den USA wissen die meisten von diesen geschichtlichen Hintergründen vermutlich nichts. Und viele werden es auch nach Putins Ausführungen nicht verstehen. Vor allem junge Zuschauer wird die Geschichtsstunde eher gelangweilt haben. Aus meiner Sicht leben in Russland und in der Ukraine Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Religion haben und eine gemeinsame Kultur. So einfach kann man es auch auf den Punkt bringen. Es geht nicht darum, wie man die Kulturgeschichte bewertet. Fakt ist, dass diese Dinge für den einen oder anderen Russen eine Rolle spielen. Man kann das ignorieren, richtet dann aber gegebenenfalls Schaden an. Dass der Westen auf Teufel komm raus einen Keil zwischen die beiden Staaten Russland und Ukraine rammen möchte, war in meinen Augen einfach keine gute Idee. Das Staatsgebiet der Ukraine bis 2014 wurde als Verwaltungseinheit der Sowjetunion erfunden,
Es war wesentlich größer als das Gebiet, auf dem mehrheitlich Ukrainer, die man früher Ruthenen oder Kleinrussen nannte, leben. Putin erklärt Lenin dafür verantwortlich, warum das Gebiet gerade so zugeschnitten war. Putin konnte es aber nicht erklären, warum Lenin das gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Lenin bewusst auch viele Russen in dieser Sowjetrepublik Ukraine haben wollte, um einen russischen Einfluss und eine Verbundenheit zu bekommen. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine hat man dann den Vielvölkerstaat geschaffen. Extreme Nationalisten, ukrainische Nationalisten, strebten dann nach einer Homogenisierung, wollten das Russische ausmerzen. Insbesondere im Donbass fühlten sich Russen unterdrückt und leisteten Widerstand. Seit 2014 führt die Regierung in Kiew einen blutigen Krieg gegen die eigenen Staatsbürger im Osten. Man kann dafür beide Seiten verurteilen. Fakt ist, es gab, das gibt schon seit 10 Jahren, einen sehr heftigen innerstaatlichen, unschönen Konflikt. Mit dem Minsker Abkommen von Angela Merkel vermittelt, hätte man den Konflikt befrieden können. Doch er wurde von der Regierung in Kiew erst unterschrieben und dann missachtet. Merkel behauptete 2022, es sei von vornherein Absicht gewesen, die Russen zu belügen. Na super, wer will den Deutschen mit dieser Aussage noch jemals Vertrauen schenken? Warum hat Putin im Februar 2022 den Einmarsch seiner Truppen ins ukrainische Staatsgebiet veranlasst? Putin nennt es Spezialoperation. Putin nannte 2 Gründe, verbunden mit konkreten Zielen. Erstens Schutz der russischen Bevölkerung innerhalb der Ukraine. Zweitens die sogenannte Entnazifizierung der Ukraine. Verfolgt man die westlichen Propagandamedien, hat Putin allerdings nur aus dem Nichts einen Angriffskrieg gestartet, aus reiner Böswilligkeit, um sein Machtgebiet zu vergrößern. Er will angeblich, so die Propaganda, die Ukraine komplett einsacken und dann anschließend noch Polen und die baltischen Staaten erobern. Und dann will er nach Deutschland marschieren und steht vor den Toren Berlins. Das hört sich nach ganz primitivem Müll an und es ist es auch. Putin bekräftigt keinerlei Interesse an Polen oder an anderen Staaten zu haben. Er möchte keinen Krieg gegen die NATO. Das wäre auch Selbstmord. Putin möchte noch nicht einmal die Ukraine erobern. Das ist vielleicht etwas überraschend, aber es ist plausibel. Jeder Militärexperte kann versichern, dass man zur Eroberung der Ukraine mindestens 4 Millionen Soldaten benötigen würde. Man müsste ein riesiges Land einschließlich aller Städte kontrollieren. Dazu braucht man viel, viel Personal. Einmarschiert sind allerdings nur 160.000 Soldaten. Das heißt, die Eroberung der Ukraine kann gar nicht die Absicht gewesen sein. Der Schutz der Russen im Osten, wie Putin es gesagt hat, ist da wesentlich plausibler. Ich sehe allerdings noch einen anderen geostrategischen Punkt, den Putin bewusst verschwiegen hat. Russland hat 2014 die Krim annektiert, wegen der militärpolitisch strategisch wichtigen Schwarzmeerflotte in Sewastopol. Die Krim wird aber mit Wasser vom Dnieper und mit Strom vom Kernkraftwerk in Saporischschja versorgt. Daher haben die Russen diese Gebiete, in denen auch viele Russen wohnen, erobert. Mit der Entnazifizierung habe ich, wie erwähnt, Probleme. Gegen die Nazikeule sind wir vor allem in Deutschland sehr allergisch. Sie wird doch immer überstrapaziert. Aber wie erwähnt, gibt es eben diesen ganz extremen Nationalismus in der Ukraine, unter der die Russen mit ukrainischem Pass zu leiden haben.
Die Nationalisten tragen zum Teil Abzeichen der braunen Sozialisten und der SS. Ihr Nationalheld ist der bis heute in diesen Kreisen verehrte Stefan Andrijovic Bandera. Es gibt auch sehr viele Bandera-Denkmäler in der Ukraine. Bandera wurde 1909 als Staatsbürger von Österreich-Ungarn geboren, das ja Gebiete hatte, die heute in der Westukraine sind. Bandera arbeitete im Zweiten Weltkrieg mit der deutschen SS zusammen. Seine Milizen führten Verhaftungen durch und bereiteten Massenerschießungen vor, vor allem gegen Juden. Bandera kämpfte dann auch gegen Russen. Er wollte die Ukraine freischießen von Russen und wurde wegen Kriegsgräueltaten in der Sowjetunion in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Bundesrepublik Deutschland bot ihm Schutz. Er wohnte nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern, in München und wurde 1959 im Alter von 50 Jahren vom KGB in München vor seinem Haus ermordet. Heute gibt es in der Ukraine schon wieder Privatmilizen, welche die Russen im eigenen Land hassen und die Ukraine von Russen säubern möchte. Putins Ziel ist es, den Einfluss dieser Milizen auf Null zu drücken. Das meint er mit Entnazifizierung. Ich halte dieses Ziel für völlig sinnlos. Es klingt aus russischer Sicht nach Wunsch, der aber niemals durchgesetzt werden kann. Der extreme Nationalismus, der sich im Hass auf andere Nationen äußert, ist unschön. Man kann ihn aber leider nicht per Knopfdruck aus den Hirnen der Nationalisten tilgen. Die Kriegshandlungen haben gewiss auch nicht dazu beigetragen, dass der Hass der extremen ukrainischen Nationalisten gegen die Russen im eigenen Land abgemildert wird. Rein menschlich gesehen kann es daher keinen vollständigen Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet der Ukraine von vor 2014 geben. Wenn das geschehen würde, würde man die ukrainischen Russen im Osten und Südosten zum Abschlachten freigeben. Und wer möchte das? Möchten Sie das? Ein Frieden und der Erhalt einer eigenständigen Ukraine ist möglich, aber es wird Gebietsabtretungen an Russland geben müssen, eben rein aus humanitären Gründen. Es gab schon einmal einen Friedensvertrag, kurz nach dem Einmarsch, der in Istanbul verhandelt wurde. Selenskyj wollte unterschreiben, wie Putin erzählt und was ja Experten aus mehreren Quellen schon lange wissen. Boris Johnson, damals Premierminister vom Vereinigten Königreich, hat es in letzter Sekunde sabotiert. Wie hat er das gemacht? Hat er Selenskyj unter Druck setzen können? Hat er irgendwas gegen ihn in der Hand? Wird Selenskyj persönlich bestochen, finanziert? Man weiß es nicht. Es ist natürlich denkbar, dass Selenskyj den Frieden in Istanbul nur deswegen akzeptiert hat, weil er für sich und seine Truppen keine Chancen sah und Johnson ihm Hilfszusagen gemacht haben, die ihm noch einen anderen Weg aufgezeigt haben. Und das hat ihn letztlich umgestimmt. Auch das kann man nicht ausschließen. Doch aus Sicht der inzwischen vielen verbluteten und verletzten Russen und Ukrainern an der Front war das eine verheerende Fehlentscheidung. Vor allem den Ukrainern möchte ich nur wünschen, dass das Blutvergießen beendet wird. Dazu sind Friedensverhandlungen notwendig. Putin ist nach eigener Aussage dazu bereit. Es ist derzeit der Westen, der Friedensgespräche prinzipiell ablehnt. Mit dem Teufel verhandelt man nicht. Man muss ihn vernichten. So die Devise, koste es, was es wolle, und es kostet immer mehr jungen Ukrainern Blut. Das kann nicht unser Ziel sein. Außer dem kurzfristigen Ziel, das Blutvergießen zu stoppen, muss es auch langfristig um Normalisierungen
der Beziehungen gehen. Putin würde wieder gerne durch Nord Stream Gas liefern. Warum nicht? Mein Fazit: Putin zuzuhören ist allemal besser und interessanter als das Gesülze unserer Sprechpuppen mit ihrer geheuchelten Pseudomoral. Natürlich kann man nicht alles glauben, was Putin sagt, und blindes Vertrauen wäre natürlich ein Fehler. Aber die Hand zur Versöhnung, die Putin ausstreckt, sollte man annehmen. Auch das natürlich. Vielen Dank für Ihr Ohr.